Der Grund dafür ist, dass wenn du mitgehst, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Dealer auch mitgeht. Wenn du erhöhst, dann ist es gut möglich, dass er rausgeht und der Small Blind wird erhöhen, wenn er das beste Blatt hat. Mitgehen wird er nur dann, wenn du ihn geschlagen hast. Deswegen wirst du mit dem besten Blatt gleich viel gewinnen, egal ob du mitgehst oder erhöhst. Wenn du aber nur das zweitbeste Blatt hast, sparst du Geld, indem du nur mitgehst. Gehen wir davon aus, dass du eine 50% Chance zu gewinnen hast und dass die Wahrscheinlichkeit 50% ist, dass der Dealer mitgeht, wenn du nur mitgehst und rausgeht, wenn du erhöhst. Wir analysieren jetzt beide Spielweisen. Wenn du mitgehst und verlierst, dann verlierst du einen Einsatz. Wenn du mitgehst und gewinnst, dann gewinnst du wahrscheinlich 1,5 Einsätze, da die Wahrscheinlichkeit 50% ist, dass der Dealer mitgeht und verliert. Wenn du erhöhst und verlierst, dann verlierst du 3 Einsätze. Der Grund dafür ist der, dass der Small Blind wahrscheinlich deine Erhöhung wieder erhöhen wird. Wenn du aber gewinnst, dann wirst du 2 Einsätze gewinnen, da der Dealer rausgeht und der Small Blind nur mitgeht. Wie man sieht, ist das Beispiel nicht perfekt gewählt, da die Wahrscheinlichkeiten arbiträr sind. Aber es macht einen Punkt klar: wenn du mitgehst, ist dein erwarteter Gewinn gleich 0,5 Einsätze, 1,5 wenn du gewinnst und 1 wenn du verlierst. Wenn du erhöhst, ist dein erwarteter Gewinn 1, also negativ, 2 wenn du gewinnst und 3 wenn du verlierst. Deswegen ist der Erwartungswert beim Mitgehen höher, als wenn du erhöhst. Nach der Reverse-Karte musst du dir keine Sorgen machen, dass jemand noch ein besseres Blatt bekommen hat. In der oben beschriebenen Situation hat man ein Blatt, das die meisten Blätter schlägt. Die paar Blätter, die dein Blatt schlagen würden, würden auf keinen Fall rausgehen, wenn du erhöhst, sondern eher noch einmal erhöhen. Dein Ziel sollte sein, deine Gewinne zu maximieren und deine Verluste zu minimieren, wenn du das schlechtere Blatt hast. Wenn du ein starkes, aber zerbrechliches Blatt hast, dann ist es beim Showdown besser, dass die Spieler einfach nur mitgehen, als dass du versuchst, noch einen Einsatz von einer Person herauszulocken. Zweitens. Herzog, wenn du der Aggressor warst. Wenn du das Top-Pärchen in einem Herzog, eines O minus einer, hast, dann wirst du wahrscheinlich nach dem Flop, der Turn und der River-Karte setzen und dein Gegenüber geht mit. Nach der River-Karte könnte die Karten in der Mitte dir gefährlich werden. Was machst du? Es hängt von deiner Position ab. Wenn du zum Beispiel in der Button-Position bist, dein Gegner sitzt vor dir in der mittleren Position und checkt, dann solltest du überlegen zu setzen, obwohl darüber bewusst bist, dass dein Gegner checkreisen könnte. Wenn wir davon ausgehen, dass er immer erhöht, wenn er das beste Blatt hat und immer mitgeht, wenn er unterliegt, dann brauchst du eine 2/3 Chance zu gewinnen. Der Grund dafür ist, dass du einen Einsatz gewinnst, wenn du das bessere Blatt hast und 2 Einsätze verlierst, wenn du das schlechtere Blatt hast. Natürlich kommt es auch vor, dass dein Gegner nur mitgeht, obwohl er das bessere Blatt hat, und erhöht, obwohl er das schlechtere Blatt hat. Du musst selbst beurteilen, ob du in solch einer Situation setzt oder checkst. Ich kann hier sehr wenige Tipps geben, da die Entscheidung sehr von der entsprechenden Situation abhängt. Denk nur daran, dass du nicht Angst haben musst, wenn es nur ein Blatt gibt, das dich schlagen kann. Gibt es viele zweitbeste Blätter, die deinen Gegner zum Mitgehen verleiten könnten, dann solltest du setzen. Wenn das einzigste Blatt, mit dem er mitgehen könnte, ein Drop, er hoffte auf eine Karte, war der verfehlte und jedes andere Blatt, das er möglicherweise haben könnte, dich schlagen würde, dann solltest du nur checken. Wenn du in Frühposition bist, dann solltest du eher setzen. Warum? Weil wenn er ein starkes Blatt hat, dann wird er sowieso setzen bzw. erhöhen und du würdest nur einen Einsatz zusätzlich verlieren. Aber meistens wird er nicht ein starkes Blatt bekommen. Er wird aber dennoch mitgehen, weil der Pot so groß ist. Auch wenn er ein mittelstarkes Blatt hat, wird er wahrscheinlich nicht erhöhen, denn du hast durch das Setzen gezeigt, dass du ein starkes Blatt hast. Er wird sich davor hüten zu erhöhen, denn er wird sich vor einer weiteren Erhöhung deinerseits fürchten. Wenn du aber checkst, wird er Schwäche vermuten und wahrscheinlich setzen. Deswegen ist es egal, ob du setzt oder checkst,
du verlierst einen Einsatz. Dein ursprünglicher Einsatz spielt in diesem Beispiel keine Rolle. Natürlich gibt es Situationen, in denen du nicht mit deinem gemachten Blatt setzen solltest, wenn du in Frühposition bist. Wenn du AJ hältst und in der Mitte liegt AJ5QT mit einer Möglichkeit zum Flush, dann solltest du checken. Der wichtige Punkt ist, dass du eher gewillt sein solltest, bei Limit Hold'em zu setzen, wenn du in Frühposition bist. Drittens. Herzog, wenn du deine Karte bekommen hast. Was machst du, wenn du deine Karte bekommen und jetzt ein super Blatt hast? Wenn du nach ihm sitzt, dann setz oder erhöhe. Sehr wahrscheinlich hast du das beste Blatt und bekommst es auch bezahlt. Wenn du aber vor ihm sitzt, dann ist es etwas schwieriger. Solltest du lieber checkreisen oder solltest du lieber gleich setzen? Dies hängt davon ab, was für einen Gegner du hast. Wenn dein Gegner sehr aggressiv ist, dann würde ich empfehlen zu checkreisen. Erstens könnte er nichts haben und die ganze Zeit geblufft haben. Er könnte versuchen, so zu tun, als hätte er ein Flush, dann lass ihn einfach. Außerdem werden Maniacs immer setzen, wenn sie sehen, dass der Gegner Schwäche zeigt. Deshalb ist Checkreisen die richtige Taktik in diesem Falle. Wenn dein Gegner allerdings streng/konservativ spielt, dann solltest du setzen. Diese Spieler bekommen schnell Angst, besonders wenn ein Flush möglich ist. Wenn du eine komische Straße oder einen Flush bekommst, mit dem man nicht rechnet, dann kannst du Checkraise versuchen, aber ansonsten solltest du setzen. Wenn ein konservativer Spieler dazu tendiert, bei River Beats rauszugehen, dann solltest du immer bei der River-Karte setzen, das heißt bluffen, wenn nötig. Allgemein ist schlecht, nach der River-Karte rauszugehen. Spieler gehen raus nach der River-Karte, weil sie vielleicht geblufft haben oder sie ihre Karte nicht bekommen haben. Wenn es also aussieht, als hätte der konservative Spieler nach der River-Karte nichts und die Karten in der Mitte sehen gefährlich aus, dann setz, auch wenn du nichts hast. Diese Art von Konservativen findet man nur sehr selten, aber man sollte diesen Vorteil ausnutzen, wenn man sie trifft. Hold'em Edge. Limit Hold'em an sich kann einem nur einen geringen Vorteil geben. Grund dafür ist, dass das Bieten limitiert ist und so Fische, Anfänger, davor geschützt werden, zum Beispiel mit einem niedrigen Pärchen gegen einen Top-Driving-Hallin zu gehen. Mathematisch, bei Limit ist der Einsatz/das Gebot nur ein Bruchteil des Pots. Die meisten Spieler werden mit einem soliden Draw, Chance auf eine Karte, die das Blatt verbessert, mitgehen. Beispiel, nehmen wir an, wir spielen einen $$2 2 Hold'em Limit ohne Rake. Wir halten AK und unser Gegenüber hält K viertens. Drei weitere Spieler schauen sich außerdem den Flop an. Der Flop kommt und bringt K 69. Du setzt und er gibt es zur River-Karte immer mit. Wie viel hat der Gegner erwartet zu verlieren? Wenn man den Preflop-Verlust ausschließt, dann hat er nicht so viel verloren. Nach dem Flop waren $5 im Pot. Nach der Turnkarte waren es $7 und nach der River-Karte $9. Schauen wir uns an, was der Gegner verloren hat in Bezug auf Erwartungswert. Den Erwartungswert berechnet man, indem man vom erwarteten Gewinn, Chance zu gewinnen Sternpot, den Eigeneinsatz abzieht. Flop, $0.55 Turn, $1.41 River, $2.00 Total, $3.96. Während der Post-Flop $5 verloren hat,